an jeden Einzelnen. Mal schauen. Warte mal, hier Salam alaikum. Aleikum selam, was war los? Was geht ab, mein Bruder? Gut, warum hast du Stress mit Jelaf? Bruder, lass mal. Digga, der Typ hat dich gar nicht ernst genommen. Ich bin doch reingekommen, du bist abgehauen. Hat er dich rausgeschmissen? Nein, Bruder, was für ernst nehmen? Den J-Love nimmt doch, Bruder, mit seinen 100 Zuschauern. Ich habe nur meine Meinung geäußert. Ich habe ein bisschen drachenlos verarscht, ne? Ja. Das war's. Aber der hat dich dann von vorne bis hinten beleidigt. Diese kleine Kanalratte hat 50 Zuschauer und macht Welle auf TikTok. Dann habe ich Ja, zu ihm der gesagt, meinte, du hast doch neulich den Islam runtergemacht. du wirst nicht so ein Sänger wie er und so. Lass mal. Und eine Sache, guck mal, Bruder, bevor ich hier rausgehe, eine Sache, einen so einen älteren Mann, der ist, glaube ich, 60 Jahre alt, ist hier im Chat, ich möchte seinen Namen nicht erwähnen, der Typ ist 60 Jahre alt, Leute, sitzt zu Hause, hat Kinder und macht auf TikTok Welle. Verpiss dich mit deinen 60 Zuschauern, mach's Welle auf TikTok. Möchte gern Clan oder keine Ahnung, was du bist. Geh, fahr mal deinen Bus weiter und halt deine Fresse und mach keine Welle. Wie meinst du, Bruder? Bruder, ich will seinen Namen nicht nennen, Bruder. Der ist Ah, mir zu. nenn mal Walla, Walla, ich muss, hey Bruder, wenn du schon, sei ehrlich, wie meinst du? Bruder, dieser Yahya, Bruder, gestern auch bei Barello im Stream, Bruder, wir haben ihn ausgelacht. Der kommt überall rein, Bruder, und will immer Fame haben. Der will Fame, Moment, Bruder. Moment, Bruder, Moment. Yahya kenne ich ewig. Der ist wirklich, Bruder, red nicht so über ihn. Ey, Chada, der Typ Nein, ist ich ein. mag dich, aber Bruder, Yahya ist wirklich ein ewiger Bruder, wo ich über 10 Jahre kenne. Ist ein. Hol ihn mal, ich hol ihn mal als Gast und sag mal in sein Gesicht. Aber warte, warte. Oho, jetzt geht's los. Oho, Na, Walla, warte mal kurz. Ja, komm mal rein. Leute, holt Popcorn raus. Alle Popcorn mit Karamell. Yalla, let's go. Ich bin mal gespannt. Hey, warum red ich? Mach mal Kamera an, du alter Sack. Mach mal Kamera an. Ich will Fame haben? Mach Kamera an, du alter Sack. Ich schmutz deine Schwester von hinten, du Schlampensohn, du. Oh, du sollst eine Familie. Er geht auf Familie. Oh, süß. Okay, sag das mal zu Arafat heute. Sag das mal zu Arafat heute. Manchmal schauen, was dann passiert, du kleine Kahba, was du bist. Du bist eine Katze, gerade 12 Fans hast du. 12 Fans und redest um einen, der 50 Fans hat. Was hast du gestern mit Barello und bei mir gemacht? Was hast du als gestern mit Barello live war? Was hast du gestern gemacht gestern? Ich war doch gar nicht bei Barello drin, du so einer Nutte. Ja, beleidige weiter Familie. Beleidige weiter Familie, komm. Komm bei Barello drinne, du Sohn einer Nocke. Heftig, du bist krass, du bist richtig krass. Jawohl, mach weiter, mach Deine weiter. Meine Schwester war auch krass gestern Abend. Ja, Yalla. Ja, und dann, Leute, könnt ihr ihn alle bitte melden? Alle bitte melden. Guck mal, Chada, die Leute. Guck mal, genau so ein Yahya mit 60 Jahren hat Kinder zu Hause, sorgt sich nicht um seine Eltern, will auf TikTok mit 60 Jahren Fame generieren, indem er Religion beleidigt und Menschen beleidigt. Oder das sind die das Leute. Ist ohne Scheiß, weißt du, wer das ist? Das ist mein Schwanz, wer ist das denn? Nein, gib mal seinen Onkel ein. Wallah, ich schwöre dir, ganz, ganz große Nummer. Wallah, okay, und jetzt? Guck mal, Charlie und Doc, Habibi. Zum Beispiel Arafat Abi, der ist, ich schwöre dir, dreifach größere Familie wie Arafat Abi. Okay. Bruder macht einfach heil, redet ganz normal. Wirklich mit dem, ich schwöre dir nicht zu scherzen. Wallah, ich meine, das ist jetzt gut für dich. Ja, aber schade, du weißt doch, wie ich bin, Bruder. Lass mal diese Menschen.
Der ja, will Bruder, doch, deswegen der will doch. Mit ihm normal, weil eigentlich ist er sehr Kooperationstyp. Normal ist er, du wirst beste Freunde noch mit ihm, ich schwöre dir. Oder habt ihr nicht alle, an die ganzen Zuschauer auch, habt ihr nicht gerade gesehen, wie er auf Familie gegangen ist, ohne Grund? Lass ja, mal, Leute, egal. Er meinte, Wallah, der war nicht gestern bei Barba. Ich lade ihn jetzt nochmal ein, aber rede bitte normal mit ihm, bitte. Ich schwöre, das ist ein voll der chilliger Typ. Wirklich, normal redet er voll anständig, ich schwöre dir sogar. Ja, aber komm mal rein, bitte, mir zuliebe. Komm mal rein, Jachi, aber mir zuliebe und sag was. Normalerweise ist er wirklich voll korrekt, mit dem wirst du echt gut verstehen. Ich stehe. Murcho, Mori raus. Kennst du Familie? Murcho, du hast gerade geschrieben, Mori raus, darf ich bei dir rein? Bei wem denn? Ein Mädchen hat gerade geschrieben, Mori raus, dann habe ich gefragt, darf ich bei dir rein? Tipps, ja, Olm. Was? Hä, warum bist du jetzt so assi? Was ist los mit euch? Ey, schade, willst du mich gerade verarschen? Digga, was machst du denn, Digga? Na, was ist los? Könnt ihr nicht mal normal miteinander ganz normal in einem Frühstück haben unterhalten? Ist ein Frühstückfernseher. Aber Bruder, hab ich angefangen? Der kam doch rein und hat Familie beleidigt. Hab ich irgendetwas getan? Nein. Du hast ihn prophezeit. Du hast gesagt, so und so ein 60-Jähriger. Bruder, der Typ ist 65, sitzt zu Hause, hat Kinder. Geh, sorg dich mal lieber um deine Familie, anstatt du mit 60 Jahren hier auf TikTok Welle machst. Kümmer dich mal lieber um deine Familie, anstatt du mit 60 hier auf TikTok irgendwie auf irgendeine Art und Weise Fame generieren möchtest. Das war's. Ein Moment, Mori, warum hattest du mich ein, Engel, Bruder? Bruder, war auch so, ich wollte ihn an, Entschuldigung. Warte, ich schreib kurz im Jahr, er soll kommen, Bruder. Ja, schreib ihm mal, er soll mal kurz kommen, bitte. Okay, Bruder, ciao. Ja. Okay, schade, wir sehen uns mal, Bruder. Ich hab keinen Bock auf den. Warum? Das ist ein No-Name, Bruder. Lass mal, ich bitte dich. Bruder, der ist kein No-Name, glaub mir. Bruder, guck mal, wir reden hier von Zuschauerzahlen, wir reden hier von Followern oder keine Ahnung was. Der Typ sucht überall Fame. Bruder, jeder möchte auf irgendeine Art und Weise Fame. Ein Ich, ein Du, ein egal welcher Mensch. Ich will kein Fame, Bruder, ich will kein Fame. Bruder, lass mal diese Geschichten. Bruder, der Typ fährt Bus, kümmere dich mal lieber um deine Kinder, Yahya, um deine Familie. Und das war's. Ey, warte, Moren. Wenn du Gott liebst, warte mal ganz kurz. Ich bin ein Mensch, der sucht Fame. Willst du wieder Familie beleidigen, du heftiger Typ? Nein. Hör mal zu. Ich bin einer, der sucht Fame, dein Ernst? Mhm. Beleidige Familie, komm, mach weiter, yalla. Nein, jetzt hör mal. Warum willst du, dass ich deine Familie beleidige? Erzähl mal. Das kannst du doch so gut, weil damit die Leute von dir lernen, wie das funktioniert. Guck mal, Moren, bei Allah, ich mag dich nicht, Moren. Ich mag dich überhaupt nicht. Du bist damals in meinen Raum gekommen und hast gesagt, Engel, schieß gegen mich, ich hab dich runtergeschmissen. Okay, du Lügner. Okay, weiter. Welche Harry Potter-Geschichte hast du noch? Du kamst zu mir und hast zu mir gesagt, Engel, schieß gegen mich und ich hab dich runtergeschmissen. So hat überhaupt der Schrei zwischen uns angefangen. Also von daher, du bist Lügen, ein No-Name. Lügen kannst du auch noch. Du bist ja heftig. Man kann viel von dir lernen. Weil niemand kann über Engel sprechen, soweit ich hier bin, Habibi, okay? Und das kann er auch selber. More, Yahya, Abi, vertragt euch wieder. Ihr werdet euch gut verstehen. Schade. Deine ich halt will mich niemals mit so einer Kanal vertrauen. Wer ist diese Kanalratte? Ich nehme dir nicht mal meinen Schmanz ernst. Ja, kümmere dich bitte um deine Familie, du Busfahrer. Jetzt verpiss dich. Alhamdulillah, meine Familie geht's gut, aber kümmere dich doch selber mal um deine Hezbollah-Familie, die da unten, die Kamelin. Hezbollah? Wie kommst du darauf? Ja, so wie ich das sage. Guck mal, Mundtot, du, Junge, du bist ein No-Name. Halt jetzt einfach deine Fresse und verpiss dich. So wie ich das sage, versteh das so, wie du möchtest. Ich werde niemals mundtot sein. Du Junge, bist ein geht's Mensch, dir geht's dir eigentlich, geht's dir eigentlich noch gut, Yahya? Digga, warte mal, reflektier dich doch mal selber, Junge. Du bist 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Du bist 60 Jahre alt und laberst nur Scheiße auf TikTok. Bist du behindert im Kopf? 60 Jahre alt, aber gestern machst du mal Bruder, der 70 bist du Affe. Was ist schief bei dir? Junge, du bist 60 Jahre alt, hast Kinder zu Hause und machst Männle. Deine Kinder lachen über dich auf TikTok. Deine Kinder lachen über dich. Das ist bei mir schiefgelaufen. Dass ich deine Schwester geknallt habe. Ahlen! Ja, du kannst auch Familie immer gehen. Mehr kannst du doch gar nicht. Ey, red mal mit Miami. Red mal kurz mit Miami. Ja, lass dir das nicht gefallen. Red mal kurz mit Miami. Lass dir das auch nicht gefallen von dem.
Aha, was wird. Schade, wir sehen uns, mein Bruder. Lass mich mal kurz Schade, wir sehen uns, Habibi. Wir sehen uns auf jeden Fall, du kleine Kakerlake mit deinem Busfahrer. Halt deine verdammte Fresse, du No-Name. Du bist ein No-Name. Bleib doch hier oben. Mit deinem 60. Du bist 60 Jahre und chillst zu Hause und hast Kinder. Mehr hast du nicht. Kümmere dich mehr um deine Familie. Anstatt du auf TikTok rumläufst. Halt deine Fresse, du bist ein Hafensänger. Red doch mal mit Arafat. Sag, Arafat soll deine Schwester auch knallen. Sehr, sehr stark. Du bist ein starker Junge. Was ist los hier, Engel? Was ist los? Bitte nicht auf Familie. Hört mal auf mit Familie, Mann. Du bist stark.